Norbert war nicht der Einzige, der nach neuen Wegen suchte, nach Wegen aus der Krise. Denn die Kirche seiner Zeit war verweltlicht. Macht zählte mehr als Glaube. Das kritisierten viele Geistliche, bis in die höchsten Kirchenämter. Die Eremiten und die Wanderprediger wie Norbert forderten eine umfassende religiöse Erneuerung. Und sie erreichten viele Menschen. Er muss ein großartiger Prediger gewesen sein. Er hat in Frankreich gepredigt. Wie gut er Französisch konnte, weiß ich nicht. Jedenfalls konnte er die Menschen ansprechen. Er konnte sozusagen die Menschen im Herzen erreichen durch seine Ausstrahlung, durch seine Predigttätigkeit. Und dann natürlich auch unterstützt durch diesen radikalen Ansatz. Die Leute sahen an ihm, der lebt tatsächlich so, wie er, was er da sagt und was er verlangt und was er einfordert, das lebt er selber. Und das alles zusammen muss eine ungeheure Wirkung gehabt haben. Laon in Nordfrankreich. Im Mittelalter die Stadt der Pilger- und Theologiestudenten. Von den etwa 12.000 Einwohnern waren 3.000 Geistliche. Hier trafen sich Kirchengelehrte und Reformer wie Petrus Abelard von Paris und Bernard von Clairvaux. In der Gegend von Laon waren auch zahlreiche Wanderprediger unterwegs. Im Winter des Jahres 1119 kam Norbert nach Nordfrankreich, gezeichnet von den Strapazen der monatelangen Wanderschaft. So langsam lernt er selber diese Forderung von der Nachfolge, der strengen Nachfolge, selber auch für sich zu realisieren. Und das war sicher ein ganz radikaler Weg, den er dann gegangen ist. Er ist durch halb Europa gezogen, barfuß, im strengsten Winter. Zwei seiner Mitbrüder, seine Anhänger, sind bei dieser Reise gestorben. Aber er war so hatte diesen ganzen harten, extremen Weg, ist er dann gegangen. Ich denke, das war ein enormer Schritt. Die Kathedrale von Laon, erbaut im 12. Jahrhundert. Ein Kunstwerk aus Stein, geschaffen, um Gott zu ehren und zugleich ein Abbild der Macht der Kirche auf Erden. Die Wanderprediger konnten den Mächtigen durchaus gefährlich werden. Einige von ihnen kritisierten die Hierarchie oder brachen sogar ganz mit der Kirche. Norbert ging nicht so weit. Er wollte keinen offenen Konflikt mit Papst und Bischöfen. Und die Bischöfe wollten Norbert nicht ganz verlieren. Der Bischof von Laon, Bartholomäus, der im Dom beerdigt ist, überredete Norbert dazu, eine Gemeinschaft zu gründen, in der er seine Ideen verwirklichen konnte. Der Aussteiger, der Rebell, sollte wieder in die Mitte der Kirche zurückkehren. Die wollen ihn einbinden. Also die wollen verhindern, dass er sich außerhalb der Kirche verortet. Dieses Einbinden geschieht nicht ganz freiwillig. Norbert wird schon zu manchen Dingen zwingend überredet, könnte man es vielleicht sagen. Aber es ist immer das Bemühen, jemanden in der Kirche zu halten, der solche Ideen hat, weil es natürlich viele gibt, die einsehen, dass Norberts Reformideen sinnvoll sind und nützlich sind. Mit Brief und bischöflichem Siegel überschrieb Bartholomäus der neuen Gemeinschaft ein Stück Land. Nicht weit von Laon entfernt, im Wald von Coucy. Im unwegsamen Tal von Prémontré rodeten Norbert und seine Anhänger den Wald, brachen aus den Steinhängen in der Umgebung das Material zum Bau des ersten Klosters. Was dort auf jeden Fall gelebt wird, ist Armut, ist regelmäßiges Gebet, an dem Norbert viel gelegen hat, und ist Ernährung von Handarbeit, also mit eigener Hände Arbeit, den Lebensunterhalt verdienen. Das ist etwas, was in Prémontré gelebt wird, und das sind Dinge, die er auch wollte. Für seine Gemeinschaft hatte er die strengere der beiden Regeln des Augustinus ausgesucht, die ausgedehnte Nachtgebete und strenge Fastenzeiten vorschrieb. Norbert selbst verbrachte nur die Winter in Prémontré. Wenn der Frühling kam, machte er sich wieder auf den Weg,
und zog weiter umher, predigend, um noch mehr Menschen für seine Ideale zu begeistern. Und immer mehr schlossen sich ihm an.